Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video und sozusagen mit dem letzten Video von FM oder Fußball Manager 13 in diesem Jahr. Heute gehen wir nochmal in die Vorbereitung. Wo gehen wir hin? Wo werden wir unsere Trainingsziele angehen und wo werden wir Trainingslager machen? Und wir haben bisher eine super Saison gemacht. Wir haben die letzten Spiele, haben wir 1, 2, 3, 4 Siege. Und nur eine Niederlage in den letzten 5 Spielen, das ist eine super Leistung. Und der Vorstand ist allgemein sehr zufrieden. Ja, und jetzt, ihr merkt auf jeden Fall, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, aber das ist ja egal. Und wir werden heute gucken, was wir machen. Und eine Frage habe ich noch vorab an den Sebastian oder an euch allgemein, könnt ihr auch mir beantworten. Kann ich mit einer Regionalligamannschaft, sagen wir jetzt mal Oldenburg, eine Zweitmannschaft machen, also eine Reservemannschaft oder A-Jugend oder B-Jugend. Kann man das irgendwie erreichen oder geht das gar nicht? Das wäre meine Frage an euch und ja, dann gucken wir mal am besten in die Kommentare damit. Das lese ich am schnellsten. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir jetzt so planen werden. Ich muss das ja alles relativ flott machen. In 13 Minuten sollte das Video fertig sein, damit wir dann den Abschluss erstmal geschafft haben. Die nächsten Projekte werde ich dann im Dezember ankündigen, im 1. Dezember. Und dann gucken wir mal, was wir im Dezember alles so machen werden für euch. Und ja, da werden wir mal gucken. Es sollen um die 20 bis, also 15 bis 20 Videos werden, die wir aktuell dafür planen. Aber das werdet ihr alles später noch erfahren. Wir haben Zeit genug. Ja, und dann gucken wir mal. Ich werde wieder angeschrieben, aber das soll uns jetzt nicht abhalten darauf. Ja, wir gucken jetzt mal allgemein ins Team. Wir haben eine super Saison gespielt, das ist klar. Bisher. Ja, Manso Fakhrian, super Torwart. Ich werde jetzt zu jedem mal ein Statement sagen. Außer Auswechsel und so. Manso Fakhrian, ein super Torwart für die Regionalliga. Harings hat mich noch nicht so überrascht. Petersen in der Innenverteidigung mit Daniel Heike, Weltklasse. Thorsten Tönnies ist überraschend, obwohl er Rechtsverteidiger ist. Richtig gut. Linksverteidiger ist er eigentlich, aber spielt gut da. Christian Töking in der DM-Position macht solide. Jascha Stern mit guten Vorlagen, genauso wie Julian Brennert. Daniel Bauer, der Kapitän von uns, spielt da auch eine gute Rolle im ZOM. Und Paul von Humbeck spielt eine Wahnsinnssaison mit Julian Lüttmann im Sturm und Tobias Bauer hat der letztens seine Chance gekriegt. Lüttmann entwickelt sich jetzt ja zum echten Weltstar, muss ich mal sagen. Also der entwickelt sich so langsam zu einer 60. Für die Regionalliga ist es gar nicht schlecht, also muss ich schon sagen. Azadoy war sonst noch ganz okay, hat auch ein paar Tore geschossen, ja. Der Rest hat gar nicht mal so richtig mitgespielt in der Vorrunde. Mal gucken, wie das so wird. Ja, und dann gucken wir jetzt, wo wir hingehen als nächstes. Wilhelmshaven war ja unser letztes Spiel. Und dann schauen wir mal, wo wir hingehen werden. Da weiß ich selber noch gar nicht, wo wir hingehen. Ich glaube in Deutschland. In Deutschland haben wir bessere Erfahrungen. Da haben wir auch bessere Temperaturen. Also normale Temperaturen im Winter. Ist kalt. Aber sollte gehen. Ja, am besten weiß ich nicht, war im Dezember nicht. Da wollen wir ein bisschen Pause machen. Am besten, wir fangen im Januar an. 2 Wochen. 2 Wochen. Trainingslager. Sollte nicht schlecht sein. Ja. Gut. Dann gucken wir mal. Deutschland, lokales Trainingslager. Ist nicht so stark. Herzlake, da war ich schon. Körperliche Fähigkeiten, Teamwork wird aber nicht gemacht und Teamwork möchte ich schon schaffen. Sylt. Da hat mir der Basti gesagt, Sylt soll richtig gut sein. Dann gehen wir auch nach Sylt. Also ich würde sagen 90.000 Euro für 14 Tage. Die Kosten belaufen, ja klar. So, wir sind in Sylt also angekommen. Also bald werden wir da mitmachen. Und da werden wir ein paar Testspiele ansetzen.
Freundschaftsspiel. Gegen wen können wir da spielen? Ne? Schwache Gegner. Okay, keine. Schade eigentlich. Dann machen wir halt nochmal vor Reden, machen wir noch ein Testspiel, würde ich sagen. So. TuS Rothersberg. Würde ich sagen, gehen wir hin, ne? Also TuS Rothersberg wird nochmal ein Gegner. Und im Winter habe ich noch vor, ein Testspiel zu machen. Das wäre dann jetzt bald Freundschaftsspiel. Obwohl, nee, da geht ja nichts mehr. Da wird eh nichts mehr kommen. Wir werden aber auf jeden Fall am 24. nochmal Teamgeist Spielerfeier. Nee, Weihnachtsfeier. Wieso geht Weihnachtsfeier nicht? Ah, jetzt, okay. Am 23. 4.600 Euro, gut. Und dann gehen wir hier nochmal essen. Spielerfeier. So. Und dann denke ich, ist das erstmal gelaufen. Ist gut. Neue Spieler. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Dezember ist schon mal eingeplant für die nächste Saison. Also nächste Hälfte, sag ich mal. Ja, und das werde ich dann halt im Januar beginnen. Bis dato. Das heißt, ich glaube so 5. Januar oder so werde ich dann beginnen mit der Weihnachtsfeier und sowas und sowas. Und dann geht's so langsam in die Rückrunde. So habe ich das vor. Ja, damit ihr das schon mal wisst. Ja, was haben wir sonst? TuS Roter Berg. Und dann geht's schon wieder weiter. Kann man noch ein Testspiel mir einsagen? Da gehen wir nochmal essen gehen und dann geht schon wieder los. Ja, und mehr gibt's nicht, was wir jetzt so besprechen müssen, würde ich sagen. Weil Transfers können wir nicht bringen, da haben wir nichts mehr. Vielleicht können wir doch einen ausleihen oder so. Da könnten wir vielleicht nochmal zuschlagen, weiß ich nicht. Ich guck mal bei. Ja, aber wenn die Gehälter schon unten sind, dann wird das ja nix. Ich glaube, das wird nix so. Nee, das wird gar nix. Ja gut, dann wird das nix, aber wir können ja mal in die anderen Ligen gucken. Würde ich sagen, wenn das geht, weiß ich gar nicht. Doch. So, gehen wir mal auf Werder. So, der Verein. Erste Liga-Team. Sebastian Mielitz spielt. Ja, gut. Ach, weißt du was? Wir gehen mal auf FC Bayern München. Nee, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Borussia. Ja. Und dann gucken wir uns mal die Ligen so an. So, dann können wir mal auf den Tabellenstand bisher gucken. Also Borussia Mönchengladbach ist auf Platz 1 mit, ja, keine Ahnung wie viele Punkten. Dahinter sind der BVB, Schalke und Wolfsburg und Werder. Sehr überraschend. Bayern München nur auf Platz 11. Dürfte so bleiben, hoffe ich mal auch. Greuther Fürth, Augsburg und Frankfurt im Abstiegskampf. Marco Reus hat eine 86er Stärke, starke Leistung. DFB-Pokal sind sie in der dritten Runde gegen Freiburg dran und Champions League gegen Real Madrid. Jo, läuft auf jeden Fall für Dortmund. Und dann können wir auch nochmal in die zweite Liga gucken. Erster FC Köln. Oder ne, wir geben mal Bochum ein. VfL Bochum. Ist schwieriger zu suchen sonst. So. Dann gucken wir jetzt nochmal da auf die Tabelle. Kölle, Alaf, Hertha BSC und bisher München 68. Im Aufstiegstrubel. Paderborn läuft nicht so gut.
Dynamo Dresden, Union Berlin und Jahn Regensburg sind dahinter. Das, also im Abstiegskampf so. Und da werden wir mal gucken, wie das so wird. Und jetzt gucken wir nochmal eben auf die dritte Liga und dann bin ich schon fertig mit der Staffel in diesem Jahr. Dann geht es nächstes Jahr weiter mit der Staffel, damit ihr das schon mal wisst. Wer spielt dritte Liga? Wer spielt dritte Liga? Wacker Burghausen. Die spielen da noch dritte Liga. Sind jetzt ja schon weg, sozusagen. So. Da ist der KSC bisher im Aufstiegstrubel. Genauso wie Aachen, Rot-Weiß Aalen, meine ich. Oder Erfurt. Erfurt, Rot-Weiß Erfurt, keine Ahnung. Stuttgart dahinter. Dortmund ist auf Platz 10. Ja, Heidenheim im Abstiegskampf. Ja, Kickers. Keine Ahnung, wer ist das? Babelsberg? Ich weiß es nicht. Saarbrücken und so sind dann auch nochmal im Abstiegskampf. Und dann gucken wir mal, wie das so wird. Also, das sind erstmal die Fakten dazu. Ich freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, dass ihr dabei seid. Und dann geht's in die Rückrunde. Ich habe vor, bis zum Ende Februar dann die Staffel zu beenden. Nicht ganz zu beenden, aber halt, dass die erste Saison vorbei ist. Und dann gucken wir mal weiter, wie das weitergeht. Ich würde ganz gerne natürlich weitermachen als Trainer hier. Macht mir riesen Spaß, FM zu spielen. Aber wer weiß, wo wir dann nächstes Jahr 2015, Ende Februar stehen. Ob wir vielleicht vom Abstieg stehen oder so, das weiß man nicht. Vielleicht sind wir auch oben dabei. Werden wir alles sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt heute noch einen schönen Donnerstag. Dieses Video kriegt ihr heute Nacht ja zu sehen. Und dann sehen wir uns bald wieder zu einer nächsten Talk-Lounge-Runde und bald zum nächsten Projekt im Dezember. Bis dahin, tschüss.